in Gottes Ruhe eingehen. Und Jesus erinnert dich heute Morgen und bittet dich, geh mit mir in die Ruhe Gottes. Paulus, der wahrscheinlich den Hebräerbrief geschrieben hat, schreibt in Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, hier ist gemeint Ernsthaftigkeit, Achtung, hellwach sein für dieses Anliegen, hier geht es um was. Lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von uns zurückbleibt, solange die Verheißung besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Lasst uns mit Ernsthaftigkeit in unserem Leben darauf achten, in Gottes Ruhe einzugehen. Das ist ein Auftrag, das ist der Wille Gottes. Und damit ist nicht unbedingt der Tod gemeint, auch wenn die letzten Vers sich damit, des Liedes, das wir gehört haben, damit beschäftigen. Und es ja oft dann auch heißt, er ist in die selige oder sie in die selige Ruhe eingegangen. Vielleicht habt ihr auch schon mal von diesem Rest in Peace gehört. R-I-P. Rest in Peace. Besser? Das habe ich irgendwann mal entdeckt, dass das so manchmal auf den Kreuzen oder den Grabsteinen steht. Rest in Peace heißt Ruhe in Frieden, Ruhe in dieser, ja, in diesem Frieden, in dieser ewigen Seligkeit Gottes. Wir werden diese ewige Seligkeit und diesen ewigen Frieden der Ewigkeit überhaupt nicht erleben, wenn wir es nicht schon vorher im Leben kennen. Wenn wir es nicht vorher im Leben suchen. Und von daher hat es einen großen Diesseitsbezug. Ich kam auf das Thema, weil die Urlaubszeit so vor uns liegt. Sommerferienzeit ist oft Urlaubszeit. Und ich kenne kaum einen Menschen, der nicht sagt, ja, so ein bisschen Ruhe, das tut mir gut. Und dann fängt der Kopf an nachzudenken, wie sollte das denn aussehen. Und ich frage mich trotzdem, warum erleben wir so wenig wirkliche Ruhe? Und habe drei Gründe wieder neu entdeckt, die ich mit euch heute Morgen teilen will. Das ist einfach nochmal so erleuchtend. Das erste ist, Produktivität ist für viele von uns ein sehr entscheidender Wert. Da gibt es so eine Gleichung im Leben, die eigentlich eine Lüge ist, aber wir glauben daran. Wir glauben an diese ureigenste Lüge. Das heißt, mehr Arbeit, mehr Produktivität, mehr werde ich gebraucht, mehr bin ich. Da steckt schon auch was dahinter. Betrifft nicht jeden Menschen. Aber es betrifft Menschen. Nochmal, je mehr ich tue, umso mehr ist mein Wert und zufriedener bin ich. Und das zeigt sich dann auch in einem unruhigen Getriebensein. Habe ich noch? Mache ich noch? Ist es erledigt? Dass man mal auf den Gedanken kommt, selbst wenn ich tot bin, also gar nichts mehr tue, läuft das alles weiter. Den Gedanken kennt man gar nicht. Man braucht mich halt. Ist ja keiner da, der es macht. Es geht nicht anders. Das sind so Lebenssätze, die Menschen antreiben. Und vor allem dieser eine Punkt und der, ganz ehrlich, wenn du so ein Stück auch denkst, der treibt dich an. Ich kann ja erst zur Ruhe kommen, wenn es erledigt ist, wenn die Arbeit gemacht ist. Dieser Gedanke, ich muss das erst noch tun und wenn ich das getan habe, dann suche ich die Ruhe. Sorgt dafür, dass wir diese Ruhe, von der ich nachher noch mehr erzähle, die Gott meint, nicht finden. Oder erst gar nicht suchen können. Ein zweiter Grund, warum das oft in unserem Leben kaum Raum gewinnt, und es braucht Raum und Zeit, damit es geschieht, ist ein Grund, der in den letzten Jahren unglaublich zugenommen hat. Wir verlernen es. Ohne dass wir es merken, verlernen wir immer mehr in diese Ruhe einzugehen. Die Stunden am Fernsehen und am Computer, das neue Körperteil, was sich Handy nennt und was zu Menschen, wo sich manche von euch noch gegen wehren, aber was Fakt ist, in Zukunft zum Körper wie Arme und Beine dazugehört. Wenn das nicht da ist, dann fehlt was. Sorgt dafür, dass wir überhaupt nicht diese Ruhe finden. Wir verlernen es, das zu leben, was Gott will, in seiner Ruhe zu sein.
Es verhindert es ständig. Und ein weiterer Grund ist, dass die Gesellschaft, und wir werden beeinflusst von dem, was die Gesellschaft mit uns sagt, macht und sagt, ständig sagt, wir sollen uns Dinge besorgen, kaufen, machen, damit wir Ruhe finden. Und genau diese Dinge sorgen dafür, dass wir diese Ruhe nicht finden. Da geht es um materiellen Ausgleich, und ich werde keine Beispiele nennen, weil du selber weißt, was du dir gerne gönnst, was dir so eine Art Befriedigungsgefühl gibt. Da geht es um den Urlaub. Ja, also es ist ja, unser Leben ist ja immer davon getaktet, dass wir sagen, wann haben wir wieder frei? Wann haben wir Urlaub? Und dann geht es auch darum, was man genießt in unserem Leben. Und da nenne ich keine Beispiele. Aber wir sind ständig eigentlich programmiert darauf, dass wir doch irgendwo was zum Genießen haben und dass wir uns mal Urlaub nehmen müssen und dass wir uns mal was gönnen können. Und du kannst das alles haben und alles machen und bist nicht in diese Ruhe eingegangen, von der Jesus spricht, der Psalmist spricht. Und bei der Einleitung durch Gabi Schreiber wiederholt ein Thema in der Bibel ist, die Ruhe Gottes wahrzunehmen. Du kannst das alles machen und bist nicht in die Ruhe Gottes eingegangen. Die Ruhe Gottes ist, die Gegenwart Gottes so wahrzunehmen, dass alles andere weg ist. Nebulös sich auflösen. Für wenige Momente. Ewigkeit. Dieses Rest in Peace in Ewigkeit ist, dass alles Irdische weg ist. Es ist vorbei. Es ist nur noch die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Ungetrübt. Und Gott sehnt sich danach, ungetrübte, innige Gemeinschaften mit uns zu haben, weil er weiß, das wird unser Leben nachhaltig tragen, verändern, und wir brauchen das. Es geht in diesen Momenten nur um ihn, ich bei ihm. Drei biblische Beispiele. Das erste, was ich euch mit euch teilen will, ist Elia. Elia hat in seinem Leben einen Punkt erlebt, wo man das sehr schön deutlich machen kann, wo man es nachspüren kann. Elia hat einen Zusammenbruch erlebt. Und der Grund dieses Zusammenbruchs war eine Lebenslüge. Er glaubte, dass er alleine ist. Keiner hat es gemacht. Der Einzige, der Gott gefolgt, zu gehorsam war und der sich eingesetzt hat, das bin ich. Er setzte sich über die Maßen ein. Er gab alles. Und irgendwann machte sein Leben, sein Körper, seine Seele, sein Geist nicht mehr mit. Es gab einen Zusammenbruch. Heute wird wahrscheinlich Burnout sagen, weiß ich nicht. Fakt ist, Elia war so am Ende mit sich, dass nichts mehr ging. Und er lag unter diesem Strauch und sagt, ich will einfach nur sterben. Im Selbstmitleid triefend. Und interessanterweise ist, dass Gott reagiert und wie er reagiert. Das allererste, was er Elia zumutet, ist schlafen und essen. Schlafen und essen. Und ein gesunder Schlaf, ein ausgeschlafen Sein und eine Grundernährung sind Voraussetzung dafür, dass ich auch irgendwann in die Ruhe Gottes eingehen kann. Und Elia hatte diese Voraussetzung nicht mehr. Sein Kopf, der war so wirr, der war so durcheinander, dass Gott erst einmal dafür gesorgt hat, der junge Mann muss ausschlafen, den stärke ich, und dann kommt der Zeitpunkt. Das heißt, schlafen und essen, am Strand spazieren gehen und all diese Dinge, was man so im Urlaub gerne macht, ist nicht in die Ruhe Gottes eingehen, ist aber manchmal Voraussetzung, dass es dazu kommt. Und darauf sollte man in seinem Leben achten, wenn man selbst nachts umgetrieben ist und ständig mit Gedanken sich quält oder so lange vom Handy und Smartphone und Fernseher rumhängt, dass man nur noch 3-4 Stunden vor sich hindöst. Du wirst nicht diese notwendige und geschenkte Konzentration für die Gegenwart Gottes erleben können. Du bist völlig matsch. Es war die Voraussetzung Gottes. Er hat seinen Elia vorbereitet, dass er in die Ruhe eingegangen ist. Und das hat Elia erlebt danach. Nachdem sein Körper ausgeschlafen war, nachdem er gestärkt war, war es dran, in die Ruhe Gottes zu gehen. Er ist sogar lange gegangen. Er ist da sehr lange gelaufen. Und dann gab es diesen einen Moment, von dem wir jetzt hier beispielhaft sprechen,
wo ein leichter Wind, ein Säuseln da war. Und in dieser Stille, in dieser Ruhe, ist Gott Elia begegnet. In einer Intensität, in einer Tiefe, dass Elia Kraft hatte für alles, was danach kam. Komplett wurde sein Denken verändert. Danach war er wieder einer, der lebte auch für den Herrn. Ein zweites biblisches Beispiel ist Jesus selber. Zwei Aspekte, die immer nur so am Rand vorkommen und Jesus ausgemacht haben. Der eine Aspekt ist, dass von ihm immer wieder berichtet wird, ist immer so ein Satz, und Jesus zog nach mit seinem ganzen Jünger her. Also mit den 12 Jüngern, manchmal waren es ja auch mehr. Und sehr oft war seine Wegstrecke Galiläa, Juda. Je nachdem, wie man gelaufen ist, sind das 50 bis 100 Kilometer. Also das war nicht 10 Minuten Autofahrt. Das war eine Strecke, die man läuft. Und über diese Strecken, wo es immer nur heißt, und er zog, wird ja gar nichts gesagt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das diese Strecken und diese Momente waren, Zeitaspekte waren, wo Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch war. Wo Jesus für sie da war und sie bei ihm waren. Wo die ganze Aufmerksamkeit seinen Freunden galt. Wo Zeit war zum Gespräch. Denn wenn der irgendwo auftrat im Dorf, war keine Zeit. Da sind alle nur gerannt. Er war für die Menschen da, die Jünger waren involviert. Da war immer was los. Aber diese Strecken, die sie gelaufen sind, waren Strecken von Jesus mit seinen Freunden. Nicht überlesen. Natürlich wird er nicht Produktives erzählt. Natürlich wird er nicht erzählt, was sie dort alles erlebt haben. An der einen oder anderen Stelle wird mal reingeleuchtet, was da gesprochen wurde. Aber sie waren notwendig und entscheidend, weil sie dort, die Jünger, ihren Jesus, ihren Herrn und Heiland hatten, seine Gegenwart, seine Aufmerksamkeit. Sie sind lebenswichtig gewesen. Auch über den Ruhemomenten, die wir mit Gott erlebt haben. Immer wenn ich sowas erlebe und wenn ich euch dann erzählen sollte, was ich da alles erlebt habe, da gibt es eigentlich nicht sehr viel zu erzählen. Außer, dass ich weiß. Ich weiß es, dass ich in der Gegenwart Gottes war. Und das Zweite, was von Jesus am Rand berichtet wird und was dieses Lebendige in die Ruhe Gottes eingeht, beschreibt, ist nicht die Beziehung zu den Jüngern, sondern ist die Beziehung zu seinem Vater. Das heißt öfter mal, dass er früh morgens schon weg war, weil er die Ruhe Gottes des Vaters gesucht hat, weil er die unmittelbare Gegenwart zu seinem Vater gesucht hat. Auch Jesus hatte die nicht automatisch als Sohn Gottes, rezeptfrei, das ganze Leben, sondern auch er lebte, in die Ruhe Gottes einzugehen. Und da war klar, wenn ich hier in den Tag starte, so wie die anderen Jünger das ja eigentlich immer gemacht haben, ich finde das nicht. Er musste immer ein Stück weggehen. Und er hat es getan. Und es ist interessant, wenn Jesus zurückkam aus dieser Begegnung mit dem Vater, aus den Fragen, Gott, Vater, wofür habe ich heute dein Ja? Weil es werden genug Fragen und Anliegen kommen. Ganz sicher. Wofür habe ich heute dein Ja? Was ist dir heute wichtig? Oder wenn ich nur in deiner Gegenwart bin, dass ich später spüre, was dran ist, bitte sag mir das, wofür habe ich dein Ja? Wofür stehst du heute? Wenn er dann zurückkam, da gibt es 2, 3 Beispiele, dann waren die Jünger manchmal schon im Modus drin. Das Haus ist voll. Ich komme gleich, weil gestern Abend sind wir nicht fertig geworden. Und wir haben kaum geschlafen, aber heute wird so viel und wir müssen später noch in die Synagoge. So lief das ab. Und manchmal sagt Jesus, nee, wir gehen weiter. Das haben die überhaupt nicht begriffen, die Jünger. Genau. Weil sie nicht in der Ruhe Gottes waren. Und weil Gott manchmal sagt, das lass, mach das. Es ist bei Jesus hier und da mal sehr fein zu sehen, wie er aus der Ruhe, aus der Begegnung des Vaters mit völliger Gelassenheit auch weitergeht, wo wir alle sagen, wir müssen doch was tun. Weil er wusste, dass auch er, und er sagt das wiederholt, auch er, der Sohn Gottes, kann nur das tun, was der Vater ihn tun lässt und was er will. Jesus lebte das. Jesus liebte das. Also von Jesus zu lernen, heißt ihm nachfolgen.
Wir müssen das Ja Gottes für unser Leben immer wieder finden. In der Stille schenkt er es uns. Und das dritte biblische Beispiel ist schlicht und ergreifend, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Ich gehe jetzt auf den göttlich gewollten Rhythmus ein. Das meint aber auch, und das muss man auch mal sagen, 6 Tage sollst du arbeiten. Ich höre ganz selten Radio, aber wenn ich es höre, höre ich fast immer das Gleiche. In der Moderation geht es montags darum, dass der Hinweis kommt, bald ist Freitag. Ihr schafft das. In der Moderation geht es dienstags darum, ihr habt fast die Hälfte. Gönnt euch an dem Tag was. Nutzt was, die Freizeit. Mittwochs ist Hurra, Bergfest, wir feiern schon mal. Ja, und macht los, achtet bloß darauf, dass ihr heute genug freie Zeit habt und genießt das. Und da wird immer irgendein Grund gesucht. Und jetzt spielen wir euch noch ein tolles Lied am Donnerstag. Das ist so richtig klasse, ist vorhin Freitag sowieso schon. Vergesst den Montag, genießt das Wochenende. Wir sollen 6 Tage arbeiten, sagt Gott. Und Arbeit ist nicht nur Freude, das gehört zur gefallenen Welt dazu. Also er will, dass wir uns anstrengen. Er will nicht, dass wir ständig auf Wellness, Party und Freizeit programmiert sind, sondern dass wir auf Arbeit programmiert sind. Und wenn wir das tun, dann will Gott auch, dass wir einen Break haben. Dass es einen Tag gibt, der wirklich etwas mit in die Ruhe gehen zu tun hat. Warum treffen wir uns eigentlich heute Morgen hier? Weil das Tradition ist? Nein, weil es Gottes Wille ist und weil Gott es schenken möge und dass es umbetet, dass Gottesdienste helfen, in die Ruhe Gottes einzugehen, in der Gegenwart Gottes zu sein oder hineinzukommen. Gott, der Schöpfer, sagt sehr klar, es gibt Arbeit und wir Menschen sind darauf angewiesen zu arbeiten, weil, ich habe das am Anfang auch negativ betont, abhängig sein von Arbeit macht mein Lebenswert aus. Ja, wenn das so ist und ich nicht in die Ruhe eingehe, dann ist etwas faul in meinem Leben. Aber genauso muss man andersrum sagen, wer nicht lernt zu arbeiten und nicht lernt, geht hin, bebaut und bewahrt. Das kommt natürlich aus der damaligen Situation, weil Arbeit hieß bebauen und bewahren. Heute sieht Arbeit auch zum Teil anders aus. Aber es geht um, dass wir etwas tun. Wir sind geschaffen von Gott, etwas zu tun. Wenn wir das leben, dann ist es Gott sehr, sehr wichtig, dass es einen Break gibt, dass es einen Lebensrhythmus gibt zwischen Anspannung und Entspannung. Und so sind wir geschaffen, weil wir anders nicht leben können. Deswegen sprach ich davon, schlafen. Schlafen ist eine Sache, die entscheidend wichtig ist, wenn es ein paar Nächte gibt, wo du nicht schläfst, weil du zu lange da rumgezockt hast oder weil dir Gedanken im Kopf rumgehen oder weil du einfach nicht zur Ruhe kommst, dann wirst du das in deinem Alltag spüren. Da kannst du jetzt machen, was du willst. Das wird nicht sehr gut sein. Von Gott vorgegeben ist, dass wir schlafen und auch schlafen müssen, um dann auch produktiv sein zu können. Das ist Gottes Wille. So hat er uns geschaffen. Wenn es zu viel wird und dauerhaft herausfordert, dann wird Ruhe sehr, sehr notwendig sein und hat auch damit etwas zu tun. In der Natur, die interessanterweise genauso mehr und mehr kaputt geht, wie ein gesunder Lebensrhythmus von Schlafen und Arbeiten. Bei uns Menschen hat das mit allen technischen Möglichkeiten und mit ständigen Gedanken und noch was Neues und noch eine Gedanke und noch ein Hinweis, du kommst gar nicht zur Ruhe, weil du ständig beschäftigt bist. So geht dieser Aspekt Schlafen und Arbeiten, aktiv sein und Ruhe bis dahin in die Ruhe Gottes eingehen, wird immer schwerer. Und in der Natur merkst du auch, der von Gott gegebene Rhythmus wird immer umkämpfter. Winter, gerade in unserer Region, war zu da nichts. Nichts. Nicht so nach dem Motto in der 2. Januarwoche, komm, jetzt müssen wir mal was machen, den Boden mal beackern, das muss doch was, können wir mal vorarbeiten. Nichts. Frühling geht's ab. Sommer heißt drauf achten. Herbst geht's nochmal. Also diese ganze Zeit ist aktiv, ist produktiv. Es gibt auch eine Ruhe. Und im Alten Bund wird öfter auch mal davon gesagt, dass Gott sagt, ihr müsst sogar diese Natur schonen. Ich erwarte von euch, dass es richtige Zeiten gibt, Sabbatmomente, ja, wo das Feld nicht bearbeitet wird.
Das ist interessant, dass der Schöpfer, auch die Schöpfung, auch die Natur das anlegt zwischen Produktivität und Ruhe. Das menschliche Herz. Hier, während ihr hier sitzt, findet das jeden Moment statt. Anspannung, der Herzmuskel zieht sich zusammen, das ist Anspannung. Entspannung, er lässt los. Anspannung, er zieht sich zusammen, Entspannung. Gott hat uns so geschaffen, so ticken wir. Ein ganzes Leben lang. Der Vater im Himmel weiß, warum er sagt, neben dem richtigen Arbeiten, dem sich einsetzen, braucht es diese Ruhemomente im Leben in einem Rhythmus. Und warum er dann sagt, wenn ihr in diese Ruhephase kommt oder euch am Tag auch diese Ruhemomente gönnt, nicht um Wellness zu machen, sondern in meine Ruhe einzugehen, ist euer Leben ein gesegnetes Leben. Ich greife das sehr gern aus vom Anfang. Menschen, die mit Jesus unterwegs sein wollen, gern gesegnete Menschen sein. Wenn du ein gesegneter Mensch sein willst, dann geh in die Ruhe Gottes. Diese Ruhe Gottes ist nur dann eine Ruhe Gottes, wenn sie mit Gott erlebt wird. Sie hat mit ihm letztlich zu tun. Also wir sprechen noch jetzt einmal davon, dass das, was hier im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 1 gesagt wird, mit Ernsthaftigkeit, mit Ehrfurcht vor Gott das zu suchen, dass es wirklich darum geht, dass es mit Gott etwas zu tun hat. Und du weißt es dann. Und wir können da von den Juden tatsächlich etwas lernen. Bei den Juden war es am Sabbat so, dass sie zwei, drei Dinge bei ihnen waren für sie sehr, sehr wichtig. Und sie sind Gott wichtig. Ja? Das erste ist, dass es diese Phasen braucht, und das ist mit 5 Minuten nicht gemacht, und da rede ich auch nicht von Losung lesen, da rede ich nicht mehr davon, dass man die Schrift gelesen hat, sondern es geht um mehr. Es geht darum, dass wir eine Phase haben, möglichst einmal in der Woche, so ist Gott von Gott wohl angelegt, dass wir sagen, was ist in meinem Leben, was ich wirklich mal bewusst an ihn abgeben muss? Wo ich mal einen Moment habe, wo ich sage, Gott, es beschäftigt mich die ganze Woche schon. Ich will das vor deinem Thron ablegen. Ich will in deiner Gegenwart es mal loswerden. Das ist ein wertvoller Gedanke, in der Ruhe Gottes zu sein. Ich möchte sagen, du bist mein Herr. Also bin ich auch nicht der Herr und bestimme über all den Dingen, die mich da beschäftigen. Du bist es. Ich will in deiner Gegenwart ein Kind sein und abgeben können und vertrauen können. Es geht um Vertrauenserneuerung. Dazu braucht es Zeit. Dazu braucht es diesen Moment, zu wissen, und jetzt habe ich es getan. Ein anderer Aspekt für diese Ruhezeiten vor Gott ist, ihn zu fragen, was denkst du denn eigentlich gerade? Ich weiß, was ich denke. Das bewegt mich ja dauernd. Was denkst du denn eigentlich? Was kommt von dir? Das, was Jesus sagte, wo ist denn dein Ja für etwas in meinem Leben? Gott, ich möchte nicht nur von dem getrieben sein, was ich sehe und wahrnehme, was mich beschäftigt, sondern ich möchte gern von dir einen Impuls bekommen. Da geht es nur um ihn. Und das einfach mal auszuhalten, auch mal zu warten. Und dann merkt ihr, dass es in die Ruhe eingehen durchaus erstmal ein zeitliches Fenster auch nach hinten braucht, wo nicht gleich was ist. Warum gibt es einen Sonntag und keine Sonntagsstunde? Warum geht es diesen Gedanken, nehmt euch bewusst Zeit? Deswegen. Nicht vom Zeitplan unterbrochen, nicht von all den anderen Dingen, die sonst zum Alltag gehören. Und der dritte Aspekt, den wir von den Juden lernen können, neben dem wirklich alles, was mein Leben beschäftigt, was mich umtreibt, was mich bewegt, mal abgeben zu können, tief durchzuatmen und sagen, du bist der Herr, du bist mein Herr, auch über den Dingen, neben diesen Fragen, Gott, wozu hast du ein Ja? Was bewegt dich? Oder wer bewegt dich? Ich habe dir alle schon genannt, die mich bewegen, aber wer bewegt dich? Dieses nach ihm fragen, nach ihm hören, ist das dritte, tatsächlich eine Erneuerung der Beziehung zu ihm. Einfach Gott zu feiern, Gott wahrzunehmen. Neben allem Wissen, was viele schon haben, wenn sie über Jahre und Jahrzehnte mit Jesus gehen, erneut erfrischt zu feiern. Wow, das bist du. Und ich feiere dich und ich liebe dich. Danke sagen, Aufmerksamkeit schenken, in Gottes Ruhe eingehen.
Ich vergleiche diese Momente gerne mit zwei Bildern, die mir geholfen haben in meinem Leben. Vielleicht darf es dir auch eine Hilfe sein. Das eine ist, das sind so Zeiten für mich, die ich gerne Vogelperspektive nenne. Kannst auch Drohnenperspektive nennen, ist egal. Jedenfalls, du kreist ein bisschen über deinem Leben, du steigst so ein bisschen aus. Weil wenn ich drin bin, sehe ich immer das, das, das. Wenn ich aber mit Gott, der ja wirklich über den Dingen steht und der einen Plan hat, der mir noch gar nicht bekannt ist, wenn ich einfach mal drauf schaue, so drauf, aha, so sieht es gerade aus in der Gemeinde. Aber ich schaue drauf und ich bringe plötzlich Weite in mein Herz. Drin sein ist enge, drauf schauen ist weit. So sieht es aus in meiner Familie. Aber ich schaue mit Gott drauf, der in einer Weite, einen Plan, seinen Gedanken ganz anders die Dinge sieht. Das hilft mir sehr, in Gottes Ruhe einzugehen. Und das Zweite, was mir hilft, sind sogenannte Schoßzeiten oder einfach diese Gegenwart Gottes. Ich möchte mich von mir lösen, das ist kein esoterischer Quatsch, sondern es ist eine geistliche Realität. Dass ich mich löse von mir und meinem Ego und all meinen Wünschen und sage, Gott, du bist Herr. Dich will ich einfach nur wahrnehmen. Dich will ich anbeten. Dich will ich suchen. Das findet gerade wieder jetzt in diesem Moment mit Tausenden von Engeln statt. Mit allen denen, die vorhergegangen sind. Diese Zwischenzeit, die es dann auch mal gibt, bis die ganz neue Welt anbricht, wo man Gott ehrt und Gott anbetet in seiner Gegenwart. Rest in peace. Einfach in deinem Frieden zu ruhen, in seiner Gegenwart. Jetzt könnt ihr sagen, ja, was du da vorne sprichst, das weiß ich alles schon. Und dann sagst du vielleicht, ich habe auch meinen Rhythmus und ich habe das alles schon. Dann freue ich mich für dich. Dann ist es heute nur eine Erinnerung, mach einfach weiter, so wie es im Hebräerbrief steht. Achtet mit Ernsthaftigkeit darauf, mit Furcht, mit Gottes Furcht in seine Ruhe einzugehen. Die Verheißung ist noch da, dass das möglich ist. Ich möchte euch aber auch ein paar Zeichen mitgeben, die unser Körper, unser Leben sagt, signalisiert, also sogenannte Indikatoren für alle Chemiker unter uns, ja, die etwas anzeigen, Indikatoren unseres Lebens, wo Gott dann sagt, deswegen geh bitte in meine Ruhe ein, du warst lange nicht drin. Ein Indikator ist genervt sein. Dass wir uns mal aufregen, das gehört zum Alltag. Selbst am Sabbat kannst du dich mal über was aufregen. Ja? Aber das gehört dazu. Aber wenn du den Eindruck hast und die das andere auch vermitteln und dir sogar aus dem Weg gehen, weil du ständig auf über 180 bist und genervt bist, sag Gott, bitte geh in meine Ruhe ein. Ist wichtiger als alles andere. Ein Indikator. Ein Indikator, in Gottes Ruhe einzugehen, ist, wenn du in deinem Leben total träge geworden bist. So ein alles läuft so vor sich hin, ist ein Gewurschteln und Gemachs. Da ist nichts Handfestes, das ist einfach nur ein Verhängnis. Da ein bisschen was und da ein bisschen was. Und dann sagt Gott, hallo mein Lieber, ich möchte, dass du mir begegnest. Ich möchte, dass dieses Leben nicht einfach so da vor sich hinläuft. Ich möchte, dass du in meine Ruhe eingehst. Ein Indikator ist, wenn ich dauerhaft von Angst gezweifelt werde. Zu unserem Leben gehört Angst, zu unserem Leben gehört manchmal verzweifelt sein, ja. Aber wenn das so eine Dimension gewonnen hat, dass mich das nur noch bestimmt, und das macht sich eben an Dingen deutlich, die ich eben gesagt habe, Schlafverhalten, wie gehe ich durch den Tag, dann sagt Gott, hey, es ist dran, mit aller Ernsthaftigkeit, geh in meine Ruhe ein. Such mich. Genauso, wenn du mit Selbstmitleid vor dich hinlebst. Selbstmitleid ist nie göttlich, ist immer teuflisch und immer Missbrauch. Du bist nicht der Ernste. Elia, wo steckst du? Was denkst du über dich? Gott gibt uns Indikatoren, offenbart an der einen oder anderen Stelle. Und wenn da irgendetwas dich gerade bewusst anspricht, dann meint Gott dich heute Morgen. Dann sagt er, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass du wieder in meine Ruhe eingehst und aus der Begegnung mit mir wirst du neu verändert dein Leben anpacken können. Nur das ist wahre Stille. Wie du das lebst,
Das hoffe ich, dass du erkannt hast, weil das ticken wir sehr unterschiedlich, aber oft sind es ähnliche Dinge. Das heißt, wie wir anfangen, in diese Ruhe einzugehen. Es ist ja ein aktiver Prozess. Ich entscheide mich dafür. Ich gehe einen Weg, bis ich ankomme bei ihm, bis er ankommt bei mir. Der Weg kann sehr kurz sein, das weiß ich, manchmal Gottes Geschenk. Aber es dauert auch manchmal länger aus den bekannten und genannten Gründen. Ob das tatsächlich Spaziergänge sind, unterwegs zu sein, ob das tatsächlich ein Rauskommen von den Gedanken mit Hilfe der Natur ist, in der Natur zu sein, der Schöpfung Gottes, ob das etwas ist, dass ich tatsächlich das Wort Gottes nehme und sage, Herr, und jetzt lasse ich mich nur von dem bestimmen, was da steht. Ob das etwas ist, dass ich mal auf dem Zettel alles aufschreiben muss, dass ich einfach mal gesagt habe, jetzt habe ich es mal aufgeschrieben, weil sonst holt es mich ja wieder ein. Ich muss erstmal das alles aufschreiben, sonst komme ich nicht an diesen Punkt. Ich schreibe das auf. So, hier ist der Zettel. Papa im Himmel, da ist der Zettel. Vater im Himmel. Ob das tatsächlich etwas ist, was mir hilft, dass ich durch diese Musik, im Himmel wird ja sehr viel gesungen. Sicherlich auch vieles andere gemacht. Ja? Also das muss man auch mal nüchtern sehen. Ja? Aber dass tatsächlich Musik eine Hilfe ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist kein großes Geheimnis. Also was es letztlich ist, wie wir anfangen, in seine Ruhe zu gehen, um dann von Gott beschenkt zu werden, das müssen wir für uns selber rauskriegen. Jedenfalls ist es seine Sehnsucht, und ich schließe damit und komme ins Gebet mit euch, es ist seine Sehnsucht, dass er sagt, ich wünsche mir für dir heute Morgen als Erinnerung, dass du in meine Ruhe eingehst. Das ist mein Wille über dein Leben. Das ist meine Sehnsucht, eine Begegnung mit dir. Es zu tun, bis mein Herz und meine Seele, Herz ist das Zentrum unseres Wollens und unseres Denkens, und die Seele ist das Zentrum unseres Gefühls, bis mein Herz und meine Seele zur Ruhe gekommen ist beim Vater im Himmel, bis mein Herz und meine Seele wieder glaubt. Der Herr ist mein Hirte, und wir beten. Und der Herr ist mein Hirte, und mir wird nichts mangeln, bis ich dir wieder neu vertraue, Vater im Himmel, dass in meinem Leben nichts fehlt. Weil ich weiß, dass du dich um alles kümmerst. Bis meine Seele wieder neu sagt, danke, du bist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Und dass du mich weidest auf einer grünen Aue und zu frischem Wasser führst. Und dass das etwas mit dir, Gott, zu tun hat. Dass echte Erfrischung, Motivation und Freude im Leben sich allein in dir entzündet. Und dass du Dinge benutzt. Grüne Aue, frisches Wasser, sprudelndes Leben. Dass ich dir danke dafür, dass sie mir plötzlich vor Augen kommen, was da alles Gutes ist. Und dass du meine Seele erquickst. Und Vater im Himmel, herzlichen Dank, dass du durch deinen Geist unsere Seelen erquickst. Unser Gefühl erfrischt wird, der Beziehung zu dir und mich Gutes und deine Barmherzigkeit ein Leben lang begleiten werden. Ich bleibe in deinem Haus, ich bleibe in deiner Gegenwart, wo auch immer das ist, immer da. Still, das ist der Titel des Liedes, das wir jetzt miteinander hören wollen und das ganz vieles von dem, was wir jetzt in der Predigt gehört haben, auch nochmal unterstreicht.